Hallo liebe Kinder und liebe Eltern. Heute möchte ich mit euch einen Schokokuchen backen. Der ist ganz einfach und eigentlich hat man alle Zutaten immer zu Hause, sodass man ihn schnell zusammenrühren kann. Für den veganen Schokokuchen brauchen wir 200 Gramm Mehl, 45 Gramm Backkakao, ein Päckchen Vanillezucker, ein halbes Päckchen Backpulver, 180 Gramm Zucker, 100 Milliliter geschmacksneutrales Öl wie Rapsöl oder Sonnenblumenöl, 240 Milliliter kaltes Wasser und eine Prise Salz. Ganz einfach tun wir jetzt alle Zutaten nacheinander in eine große Schüssel. Am besten schmeckt dunkler Backkakao. Dann wird der Kuchen schön schokoladig. Eine Prise Salz, Zucker. Wir haben heute Rapsöl genommen. Und das war's. So, jetzt wird das alles auf. Erstmal in kleiner Stufe gemischt. Jetzt muss nur noch die Form eingefettet werden. Das mache ich auch mit etwas Rapsöl und einem Tuch. Ihr könnt auch eine Kastenform nehmen oder eine normale Springform ohne den Einsatz hier, sondern mit einem glatten Blech. Wenn alles schön gleichmäßig eingefettet ist, dann füllt ihr einfach den Teig in die Form. Den Rest natürlich auslecken, ganz nach Belieben. So, jetzt kommt der Kuchen einfach für 30 Minuten. 180 Grad Ober-Unterhitze in den Backofen. So, der Kuchen ist nun ausgekühlt und wir haben ihn geschürzt und wir machen jetzt ein bisschen Puderzucker als Deko darüber. Vielen Dank, dass ihr mit zugeschaut habt und bis zum nächsten Video, liebe Unikita-Kinder.